Die Wiener Berufsrettung versorgt einen Mann mit einer vermeintlichen Überdosis. Es stellt sich heraus, dass der Patient einen epileptischen Anfall hatte. Im Rettungswagen beginnt er plötzlich aggressiv zu werden. Es ist alles in Ordnung. Stopp, 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 stopp. Was ist los? Was ist los? Alkohol oder? Wie viel Alkohol? Drogen auch? Was hast du genommen? Ha? Medikamente auch? Barra, barra. Medikamente auch? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir fahren jetzt ins Spital. Hören Sie mir zu. Hören Sie mir zu. Schauen Sie mich an. Wir fahren jetzt ins Spital, okay? Es ist alles in Ordnung, ja? Wir fahren jetzt mit Ihnen ins Spital, okay? Ganz ruhig. Nicht, nein, nein, nicht nein, 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 hauen. Nein, nicht, nicht hauen. Ja, sonst müssen wir eh, wenn es gar nicht geht, toben fahren mit der Polizei. Nicht schlagen, ja, nicht schau, schlagen. Dass du keine kassierst. Nicht schlagen. Ganz ruhig, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Das ist die Rettung. Im Rail 5 nachkommen. Alles in Ordnung. Ihr seid im Rail 5. Einmal die Exekutive zum BO, bitte, aggressiver Patient. Ganz alles ruhig. Es ist alles in Ordnung. Nicht raus. Nicht hauen, nicht hauen. Nachdem bei diesem Einsatz der Patient ja nicht wach und Herr seiner Sinne war und auf jeden Fall er hospitalisiert werden musste und dementsprechend dann aggressiv und renitent wurde, haben wir die Polizei hinzugezogen, die dann dementsprechend ihn vor sich selbst schützen und notfalls auch eine Fixierung seiner Arme oder Beine machen können, damit er sich eben nicht verletzt. Und das ist eben Part der Polizei und wir kümmern uns um den medizinischen Zustand des Patienten. Welche Sprache? Das ist ja, also wir haben den Kollegen alkoholisiert anrufen. Was ist passiert? Ist die Frage, ja, ob er Drogen auch in das hat. Es könnte eventuell sein. Er ist halt so komisch, unruhig. Ja. Nein, 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 nein. Was ist passiert? Wir haben nur keinen Passant. Und wir haben auch noch kein einziges deutsches Wort gehört. Das könnte genauso sein, dass, okay, dass er uns nicht versteht. Nein. Bleib Sie links, verstehen Sie uns? Es ist alles in Ordnung. Gibt es schon was Neues? Wir müssen jetzt mal schauen, wo wir mit ihm hinfahren. Der Patient dürfte einerseits stark alkoholisiert sein und er ist extrem unruhig. Also und wir haben jetzt den Verdacht, dass er ein Epi gehabt hat. Und oft ist das so, wenn die Patienten epileptische Anfälle gehabt haben, dann sind sie nachher einfach extrem unruhig. Und das dürfte bei ihm einfach sehr, sehr stark ausgeprägt sein. Allerdings schauen wir jetzt wohin, damit wir im Krankenhaus anrufen können, weil so einen Patienten muss man einfach vorankündigen. Und weil er einfach so unruhig ist und einerseits natürlich unschlagen wollte, als auch sich selber. Und damit er sich selber nicht verletzt, haben wir uns die Polizei nachgeholt, damit die ihn während der Fahrt halt fixieren können, einfach damit er sich selber nicht verletzt. WSB weiß Bescheid, wir können direkt in die Fastbox. Super, danke. Passt. Braucht ihr noch was? Weil sonst. Warte, ich nehme das einfach. Ja. Passt schon. Danke dir. Warte. Brauchst du auch was? Daniel, brauchst du noch was? Sonst machen wir uns abfahrbereit. Braucht ihr noch was, sonst machen wir uns abfahrbereit. Wir sind's gleich. Wohin fahren wir? Ins Wilhelminenspital auf die interne. Also es geht ins Krankenhaus und wir haben jetzt eben vorher extra angerufen, weil er eben jetzt kein Patient ist, den man einfach in den Warteraum legen kann. Jetzt weiß der diensthabende Oberarzt dort Bescheid und wir dürfen direkt in die Fastbox. Das ist quasi eine Behandlungsbox, die ist halt abgeschirmt und da kann man dann direkt einfach weitere Schritte einleiten. Und genau, wir werden jetzt eben in Polizeibegleitung fahren. Ich glaube, die Kollegen klären noch, ob ein zweites Fahrzeug kommt, weil der einfach von einer Person allein nicht haltbar ist. Ja. Die beiden Insassen des desolaten Autos werden auf die nächste Polizeidienststelle gebracht. Im Fahrzeug wurde Schmuck sowie Werkzeug sichergestellt. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Während die Amtshandlung in der Inspektion weitergeführt wird, durchsuchen Kollegen das Fahrzeug deshalb nochmals genauer. Verwaltungsbeamte
Technisch, sage ich einmal, macht jetzt der Kollege, die gibt Ihnen die Informationen bezüglich Sicherheitsleistung, weil die Personen nicht im Bundesgebiet gemeldet sind. Und das Auto, wie gesagt, in einem desolaten Zustand war, wo die Handbremse überhaupt keine Funktion hatte, obwohl die ganz angezogen war. Also da ist definitiv Gefahr im Verzug vorhanden. Wegen einem strafrechtlichen, wegen dem ganzen Schmuck, den wir gefunden haben, unter anderem auch das Einbruchswerkzeug, warte ich jetzt mal auf die Kollegen von Niederösterreich, ob vielleicht heute im Laufe des Tages irgendwo ein Diebstahl, Einbruchsdiebstahl dort zustande gegangen ist, wo ein Schmuck und dergleichen gestohlen worden ist, dass wir da vielleicht eine Verbindung herstellen können. Und ansonsten habe ich noch mit den Kollegen von der Spurensicherung telefoniert. Die werden auch einmal schauen, ob die heute in Wien, südlichen Teil von Wien oder westlichen Teil einen Einsatz gehabt haben. Wo ist die gewesen? Verbandspackel. Deswegen war das Verbandspackel nach außen. Ein altes Magazin, das zweite habe ich rausgenommen. War so angesteckt. Die Waffe ist entladen. Die ist sicher, die habe ich gecheckt. Gell? Okay. Wie gesagt, das habe ich rausgenommen. Das Magazin war angesteckt. Passt. Wo war die? Im Koffer. Verbandspackel. Dann haben wir es gleich so mitgenommen, dass du siehst, was bunkert war. Ah, super. Das ist ein Manorina PPK-Lizenznachbar. Alter PPK. Das heißt, ist eine Patrone im Lauf drin? Nein, oder? Ich hab nachgeschaut, die Waffe ist sicher. Ja. Das habe ich gemacht. Also halb geladen war sie. Die Waffe war halb geladen. Magazin war so angesteckt. Ich glaube nämlich, dass die von einem Diebstahl sein kann. Da steht Waffen-Eibel 208 Schilling. Ja, die Munition ist auf jeden Fall schon. Na gut, ich meine, die Waffen auch, aber nur wie gesagt. Schauen wir mal, ist es um eine Nummer finden. Weil die können wir ja eh eingeben. Ja. Aus diesem irgendwo auf Zeiten. Grund der Sachlage und dem Schmuck und was man alles gefunden hat, haben wir gesagt, und auch offensichtlich die Herrschaften relativ nervös waren und das Fahrzeug geschaut haben, wie im hinteren Bereich im ersten Mal schon gesucht wurde. Dann müssen wir fahren noch einmal hin, schauen noch einmal genau nach, ob noch irgendwas im Fahrzeug ist. Ja, und dann auch das Verbandspackel halt aufgemacht. Dann haben wir diese nette Ding drinnen gefunden. War halt geladen, das heißt, das geladene Magazin war angesteckt. Und man hätte nur einmal durchladen müssen und sofort abdrücken können. Ja, die Kollegen der Landesverkehrsabteilung haben da offenbar einen guten Riecher gehabt. Es war so, dass es eine normale Verkehrsanhaltung gewesen ist. Und letztendlich haben sie aber einen mutmaßlichen Serientäter gefasst. Wie sind wir darauf gestoßen? Es ist ja so, wenn Diebesgut aufgefunden wird, dann wird natürlich auch mit den anderen Bundesländern, mit den Landespolizeidirektionen Rücksprache gehalten. Und da hat sich dann eben herausgestellt, dass dieses Diebesgut vom Fahrzeug einem Einbruchsdiebstahl in Niederösterreich zuzuordnen ist. Das heißt, es ist am selben Tag passiert, einige Zeit eben bevor die Anhaltung passiert ist. Und glücklicherweise ist dann diese Anhaltung erfolgt und der Serientäter, der mutmaßliche Serientäter, konnte gefasst werden und wurde dann über Anordnung der Staatsanwaltschaft dann auch festgenommen. Es schaut derzeit so aus, dass auch einige Serieneinbrüche passiert sind in der Steiermark. Das heißt, der Akt ist derzeit in der Steiermark angesiedelt, das Landeskriminalamt ermittelt und es dürfte so sein, dass dieser mutmaßliche Täter eben auch für einige Taten in der Steiermark verantwortlich ist. Im Zuge der Ermittlungen, auch der internationalen Ermittlungen, hat sich auch herausgestellt, dass der mutmaßliche Täter ja auch schon in anderen europäischen Ländern angefallen ist und hier auch einschlägig vorbestraft ist. In St. Johann im Pongau bricht die Flugrettung zu einem neuen Einsatz auf. Ein Intensivpatient muss dringend in eine Spezialabteilung in Salzburg-Stadt überstellt werden, weil sich sein Zustand verschlechtert hat. Die Alarmierung, was wir bekommen haben, war Flug nach Damsweg, ein Sekundärtransport, Damsweg, Salzburg und dann wieder durch. Ein Sekundärtransport ist ein Notfall. Natürlich versucht man diesen Patienten dann so schnell wie möglich in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, in das spezielle Krankenhaus, je nachdem, was dem Patienten fehlt. Und wenn es wirklich dringend ist, werden für diese Fälle die Hubschrauber angefordert.
Na, prinzipiell haben wir alles an Bord, was wir für diese Intensivtransporte brauchen. Die Schwierigkeit bei Intensivtransporten ist einfach, dass es sich hier um sehr instabile, kritische Patienten handelt, die einfach so instabil sind, dass das periphere Haus die weitere Betreuung des Patienten nicht mehr durchführen kann und der Patient eben ein spezielles, entsprechend dafür geschultes Zentrum braucht. Und damit hat man natürlich sehr, sehr kritische Patienten, die meistens auch mehrere Medikamente über Spritzenpumpen bekommen, die oft intubiert sind, beatmet sind. Und das macht die Schwierigkeit dieser Verlegungen aus. Genau, normale Dreierableitung, Pulsoxy kriege ich noch bitte und dann. Passt das gut? Der Patient war ein internistischer Notfallpatient mit einer Blutvergiftung unklarer Genese. Das heißt, er war hochseptisch und damit auch entsprechend instabil. Wir haben alles eben jetzt ausgeschaltet. Ach so, ja. Ja, wir passen vom Druck, jetzt brauchen wir dabei nicht. Das haben wir elf. Da haben wir, Da möchte ich noch ein bisschen hinsehen. Passt gut. Passt dann. Saus mal. Ha? Wo bleibt's hin? Klagenfurt. Die Alarmierung hat geheißen Damsweg Salzburg. Jedoch hat es da irgendein Problem dann gegeben, wenn wir in Damsweg unten waren, dass Salzburg den Patienten anscheinend nicht aufnehmen kann. So haben sich die Leute dann unten entschieden, dass wir diesen Patienten nach Klagenfurt bringen. Was natürlich auch kein Problem ist. Wir haben Zeit, uns unten vorzubereiten, nicht für diesen Flug dann auch. Jetzt ein bisschen mit dem Rettungsauto und dann bleiben wir noch mal um in den Hubschrauber. Die Perfusoren, Pauli, stellen wir dann zu den Füßen und die Infusionen hängen wir an beide auf, dass ich mich da ein bisschen spülen kann. Nein, den hätte ich gern bei mir bei den Füßen stehen. Und je nachdem, ob ich ihn brauche, starte ich ihn wieder. War der schon wieder einmal gedruckt? Ja, momentan sind wir bei 90, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ja. Aber jetzt schaue ich mir, ob ich es mit der Infusion hinkriege. Und sonst. Die läuft ja mit, ja, die läuft. Da ist alles gut. Was das tut einem der Bauch. Es könnte sein, dass er vom Bauch her was hat. Es könnte sein, dass die Lunge ist. Und den Sauerstoffsensor müssen wir dann noch mal schauen. Weil da misst er gerade nichts. Es könnte sein, dass der runtergegangen ist. Ja, ein bisschen im Finger, ein da rein. Da ist gut, ja. Der hat irgendeinen Keim oder irgendwo eine Infektion, die das verursacht. Aber. Ja. Ich gleich mal um in den Hubschrauber, gell? Noch einmal. Pauli, wir fahren wieder ganz langsam, dann gebe ich euch einen Schiller aus und dann. Hast du? Ja, du, unsere Papiere hast du schon, oder? Papiere habe ich mitgenommen. Perfekt, die klaue ich dir gleich. Warte, ich gehe rein, Pauli, und dann übernehme ich von drin. Das Team der Rettung hat den Mann mit Epilepsie ins Krankenhaus eingeliefert. Dort wird er weiter versorgt. Für die Notfallsanitäter ist der Einsatz damit erledigt. Grundsätzlich, das wäre jetzt der Klassiker, wo man mal einen Einsatzcode kriegt, der in Richtung alkoholisierter Patient geht. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man sie nie auf diesen Einsatzcode festfahrt. Ja. Weil hinter so einer vermeintlichen Alkoholisierung kann immer beispielsweise ein neurologisches Geschehen, ein Schlaganfall, Hirnblutung oder auch ein Unterzucker sein, wo die Symptome für einen Laien durchaus einfach absolut die gleichen sind. Ja. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, dass man schaut, dass man nicht auf dem bleibt, ja, sondern dass man den Patienten, auch wenn das jetzt beispielsweise ein Unterstandsloser ist oder egal wie der Patient ausschaut, das hat sich jeder die gleiche Versorgung, die gleiche Untersuchung und alles genau gleich wie jeder andere verdient. Ja. Genau so sind wir in dem Fall vorgegangen. Es hat im ersten Moment auch noch eine Alkoholisierung ausgeschaut, aber es hat sich dann nach der ersten Untersuchung hätte es genauso was anderes sein können. Im Fahrzeug dann nach einer Zeit, das dauert bei jedem unterschiedlich lang, ist auch dann ruhiger geworden und dann konnten wir auch feststellen, dass er Epis hat immer wieder. Und
drinnen war er dann auch einfach schon müde und fertig, was auch für das spricht. Ja. Und diese Aggression ist eben auch oft typisch. Ja. Wir nennen es Postiktal, also es ist der Patient grundsätzlich in einem Nachschlafzustand, was im ersten Moment da genau auf das passt hätte. Ja. Und die sind oft eben sehr, sehr verwirrt. Das wird von Minute zu Minute besser. Der eine bessert sich innerhalb von 2 Minuten und ist dann wieder voll orientiert. Andere brauchen 15 bis 20. Mhm. Und wenn der eben desorientiert ist, nicht weiß, was da passiert, in einer komplett fremden Umgebung, in einem Rettungsauto, mit fremden Menschen, da kann der eine oder andere schon durchaus einmal aggressiv darauf reagieren. Ja. Und in dem Fall war das auch so. Die Flugrettung bereitet den Abflug nach Klagenfurt vor. Da in Salzburg kein Intensivbett frei ist, wird der Patient nach Kärnten verlegt. Der Flug von Tamsweg dauert etwa 45 Minuten. Das ist wunderbar. Jawohl, die Kabel schon, dass sie runterkommen. Ja, passt. Was bleibt heraus mit deiner Maschine? So ist das schon ganz gut. In diesem Fall jetzt hat mir der Arzt nichts mitgeteilt. Das heißt, wir haben den Flug ganz normal angetreten. Sollte irgendwas sein, dann gibt mir der Arzt Bescheid, falls wir Flughöhen ändern müssten oder sonstiges. Habe ich zuerst natürlich als Pilot das Wetter gecheckt, ob das überhaupt möglich ist, dieser Flug durchzuführen, damit wir dann auch wieder zurück zu unserem Stützpunkt kommen. Und das Wetter hat gesagt, nein, es passt, können wir antreten, diesen Flug. Meine Aufgabe am Flug war es, den Patienten entsprechend stabil zu halten. Einerseits mit Infusionen, andererseits mit Sauerstofftherapie, andererseits mittels Perfusor, also mit Spritzenpumpe, wo er entsprechend Katecholamine zur Kreislaufunterstützung bekommen hat. Die Übergabe hat ganz normal stattgefunden. Wir sind das Krankenhaus Klagenfurt angeflogen, mit dem Patienten dann in den Schockraum gegangen und dort habe ich den Patienten an die diensthabenden Kollegen übergeben, die dann die weitere Behandlung auf der dortigen Intensivstation übernehmen. Von unserer Seite ist alles ganz normal geplant verlaufen. Und jetzt sind die Kollegen in Klagenfurt gefordert, den Patienten entsprechend zu stabilisieren und die weitere Behandlung zu übernehmen. Ja, Perfusoren habe ich eine da. Das heißt, wenn du alle Kabel oben da hast, haben wir alles. Wie lange fliegt es? Jetzt haben wir. Letzter Flug jetzt. Ja. Jetzt haben. Ja. 25, 30 Minuten. Durch die Tatsache, dass dann nicht nach Salzburg, sondern nach Klagenfurt gegangen ist, ist einfach ein bisschen Zeit verloren gegangen, weil das alles erst organisiert hat werden müssen. Und dadurch hat sich das alles dann ein bisschen nach hinten verschoben. Und somit war es halt notwendig, in der Nacht zurückzufliegen. Bei Nachtflügen ist es, muss man insofern aufpassen, nicht auf das Wetter. Das heißt, man muss wirklich eine gute Wetterplanung machen, sich das genau anschauen, hoch genug fliegen. Man fliegt auch meistens Talflugwege, nicht? Das heißt immer beleuchtete Orte anfliegen, nicht irgendwo übers Gebirge, wo du dann kein Licht mehr oder sonstiges hast. Und wie gesagt, zum und auf ist einfach eine gute Wetterberatung, sich einzuholen, bevor man so einen Flug antritt. Und dann ist das eigentlich prinzipiell kein Problem. In Wien wird die Rettung zu einem Wohnhaus gerufen, in dem ein Transformator explodiert ist. Es gibt starke Rauchentwicklung. Da es sich um einen sogenannten Katastrophenzug-Einsatz handelt, sind mehrere Rettungsteams vor Ort. Die Einsatzalarmierung war ein Fahrzeugeinsatz mit fraglicher Explosion und natürlich könnten irgendwelche Teile herumfliegen und somit wollen wir uns natürlich mit einem Helm schützen. Deswegen haben wir den Helm aufgesetzt. Ein Trafobrand in einem Mehrparteienhaus kann immer sehr gefährlich sein. Es gibt mehr als 10 Parteien in diesem Haus. Die Rauchentwicklung ist sehr stark. Durch diese kaminartige Wirkung kann sich der Rauch sehr rasch im ganzen Gebäude verbreiten. Und das ist in Brandunfällen oder auch bei Explosionen eigentlich bei der breiten Masse der Patienten immer das Gefährlichste, die Rauch- und Reizgasinhalation. Bist du Zentrale 6? Zentrale 6. Du bist Zentrale 4.
passt. Zentrale 600. Bitte da unten, 600 bitte. Jawohl. Mit. Bergebereitschaft. Gehen wir mit Ihnen mit. Hallo? Es dürfte ein Trafo in dem Mehrparteienhaus explodiert sein. Und aufgrund dessen kam es zu einer starken Rauch- und Feuerentwicklung. Diese wurde von der Feuerwehr bereits eingedämmt. Sie sind immer noch bei den Löscharbeiten. Es sind bis dato keine verletzten Personen involviert. Sie sind aber trotzdem in voller Bereitschaft für eine Bergung oder eine weitere Versorgung vorbereitet und warten jetzt nur auf Weiteres von der Feuerwehr. Wir haben uns draußen besprochen mit dem Einsatzleiter von der Rettung, der uns die weiteren Anweisungen gegeben hat. Sprich, wir haben es jetzt dahergestellt und warten auf weitere Anweisungen dann ab. Wenn es irgendwelche Verletzten gibt, dass die natürlich dann sofort versorgt werden. Ja, und jetzt warten wir einfach ab, bis der Einsatzleiter irgendwelche weiteren Befehle gibt. Dann. Ja, wie man momentan sieht, durch den Trafobrand ist das ganze Haus ohne Strom. Einsatzbereit OBS. Das sieht man natürlich leider nichts. Aber die Feuerwehr macht jetzt gerade die Durchlüftung vom Haus. Das heißt, in dem Gebäude drin, wenn wir jetzt Brand haben, die werden jetzt den Rauch entlüften. Sollten Sie jetzt nicht irgendwie gut schießen oder ein Gelenksbus oder so von Dr. Richard, da sind nur die Leute ziemlich schnell ins Warme. Ich weiß, wie viele nichts antun oder duschen und sonst was, aber ich denke mal einfach nur. Wieder hier, grüß euch. Grüß euch. Also gibt es nichts Neues. Brauchen die Leute, die herausstehen, irgendwie was zu tun? Nein, wohl nichts. Der Kollege hat durchgefragt, wir hätten die Überlegung gehabt, dass wir einen Gelenksbus holen. Aber die ist schon voll ohne nicht. Die Neugier überwiegt zurzeit noch. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie lange das Ganze dauert. Wenn es relativ schnell geht, dann können sie auch wieder rein. Wenn es länger dauert, müssen wir dann da zu was wieder gehen. Bleibt sie dabei, aber sind noch da. Feuerwehr weiß, dass hier für die Feuerwehr steht. Wunderbar. Okay, danke. Haben wir sie schon weiter. Danke für was. Weiß man, in welcher Wohnung genau das Brand hat? Oder? Nein, Keller. Oder im Keller, der drauf war. Das ist jetzt die Noteinsatzstelle von Wiener Netze. Die werden sich darum kümmern, dass eben dieses Gebäude stromlos ist. Weil das verkompliziert natürlich den ganzen Einsatz, wenn dieser Trafo weit unter Strom steht. Dann ist es schwer, dieses auch zu löschen. Nach einer Transformatorexplosion in einem Wiener Wohnhaus ist weiterhin unklar, ob die Mieter in ihre Wohnung zurück können. Der Katastrophenzug der Rettung ist für den Notfall vor Ort. Wir haben Gott sei Dank noch keine Patienten zu betreuen. Wir haben nur Personen im Bus drinnen sitzen, die sich hier ein bisschen aufwärmen. Das ist ihnen von uns auch so angeboten worden. Wenn wir Patienten aufkommen hätten, dann ist es natürlich ein bisschen stressiger, weil dann muss ich versuchen, die Patienten dementsprechend zu einer Krankenhausversorgung zu bringen. Die Fahrzeuge müssen koordiniert werden, die Abtransporte müssen koordiniert werden, dann wird schon ein bisschen mehr Arbeit. Fällt mir immer als klassisches Beispiel für die Explosion ein, wo eben der Katastrophenzug auch vor Ort war. Das war die Explosion auf der Marie-Hilfer-Straße, wo ein Gebäude zu zwei Dritteln eingestürzt ist aufgrund einer Explosion, einer Gasexplosion. Und wo weit mehr Maßnahmen erforderlich waren, wie in diesem Fall. Dort ist die Straßenbahnleitung gerissen, es ist die Infrastruktur zusammengebrochen, die Glasscheiben der Auslagen sind zerborsten. Das heißt, es ist eine sehr große Gefahr für das gesamte Personal, das heißt Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, und sich an diese Sache dann heranzunähern. Das ist schon eine sehr, sehr große Gefahr, eine sehr große Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Und natürlich, wenn man das einmal miterlebt hat, dann spielt dieser Film natürlich bei der Hinfahrt zu so einer möglichen Explosion wieder ab. Das ist keine Frage. Vorsicht, die Frau mit dem Rollstuhl kommt vorbei. Dann machen wir ablösen. Alles gut.
ich habe Fernsehen geschaut und plötzlich habe ich so ein Krachen gehört, so wie eine Explosion. Und meine Nachbarin ist dann gekommen, die wohnt wie sie will von mir, sagt dann, du, ich hab kein Licht, sage ich ja nicht. Dann habe ich Taschenlampen geschnappt und bin dann runtergelaufen, wollte die Mieter warnen eben, dass eben kein Licht ist, weil die kommen immer dann zu mir. Und dann bin ich dann gestanden und dann sind halt drei Burschen zu mir gelaufen, es brennt. Und ich habe gesagt, dann müssen wir die Feuerwehr anrufen. Und die Nachbarin besser gesagt, weil wir momentan ganz perplex waren. Dann haben wir die Polizei gerufen. Und ich bin dann geschwind zur Stiege 4 gegangen und habe angebettet, bitte kommt raus. Angerufen, weil die Nummer hatte und gesagt, dass ich mal also rauskommen. Gott sei Dank ist, ich weiß nicht genau, was passiert. Aber wir haben eine Mieterin im Erdgeschoss, die kann nicht gehen, die ist auf dem Rollstuhl. Aber der geht's gut, so viel ich weiß, aber gesehen habe. Der Mann kommt gleich wieder nach, okay? Der schaut nur, dass in der Wohnung alles okay ist und dann kommt er gleich, okay? Passt. Über die Aussage. Also wir haben von den Kollegen der Feuerwehr die Information bekommen, dass in einer Wohnung eine körperlich beeinträchtigte Dame sich auffällt. Ich habe dann mit dem Gatten der Dame gesprochen, ihm angeboten, dass wir die Dame aus der Wohnung herausbringen und für den Zeitraum, was der Einsatz noch dauert, hier in unserem Bus betreuen. Und sollte es notwendig sein, das heißt, sollte die Wohnung heute nicht mehr bezogen werden können, dass wir dann alles weiter in die Wege leiten. Aber das ist noch Zukunftsmusik, so weit gehen wir noch nicht. Von den Versorgungsmöglichkeiten ist der Unterschied zwischen dem Rettungswagen und dem Katastrophenzug gering. Das heißt, wir können in beiden Fahrzeugen intensiv medizinisch tätig werden. Der große Unterschied liegt allerdings an der Kapazität. Ein normaler Rettungswagen fasst einen liegenden Patienten und im Katastrophenzug können wir je nach Dringlichkeit bis zu 30 Patienten unterbringen. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Hast du die Trage? Ich lass los. Ich lass los. Ja. Also nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter Rettung, also auch Einsatzleiter Feuerwehr, sind wir jetzt in unserem Fahrzeug mit Bergebereitschaft eben auf Abruf für die Feuerwehr vor Ort. Es sind jetzt keine weiteren Patienten zu erwarten, zum Glück. Bei so einem Ereignis könnte auch mehr passieren. Und wir warten jetzt einfach nur ab, ob bei der Feuerwehr alles im Lot ist, ob alles rennt und sind abrufbar. Wir haben Einsatzende, könnt ihr abrücken. Jawohl, Gott sei Dank keine Intervention gewesen für uns. Wunderbar, so. Dann sind wir froh, dass es ausgegangen ist. Dankeschön, dass ihr zusammenarbeitet. Wir bringen die jetzt noch. Gut. Also grundsätzlich, der Einsatz wurde jetzt vom Einsatzleiter Rettung als auch Einsatzleiter Feuerwehr freigegeben. Es hat zum Glück keine verletzten Personen gegeben. Die eine Person, die mit Rollstuhl geborgen worden ist, durfte jetzt wieder zurück in die Wohnung. Und der Strom wird auch bald wieder fließen. Also somit gutes Ende für alle und wir können abrücken.